in der Küche lassen. Du hast so, du könntest dieses Zimmer verschmutzen. Was? Nein, nein, lüge nicht. Hänge sie über den Spülstein. Wann wirst du endlich begreifen, dass dieses Zimmer nicht verunreinigt werden darf? Alles, alles, was aus der Küche kommt, ist Auswurf. Hinaus und trage deinen Auswurf zurück. Geh schon. Vor allem beeil dich nicht, wir haben Zeit. Hinaus! Die gnädige Frau wollen bitte entschuldigen. Ich habe den Lindenblütentee für die gnädige Frau gerichtet. Bringen Sie meine Toilette in Ordnung, das weiße Paillettenkleid, den Fächer, die Smaragde. Sehr wohl, gnädige Frau. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, Claire, Sie sollen das Spucken vermeiden. Ihre Augen fangen an zu flackern, Sie erreichen das Ufer. Was sagen Sie? Die Grenzen, die Schranken, gnädige Frau. Sie müssen auf Abstand sehen. Was für eine Sprache, mein Kind. Claire, du rächst dich, nicht wahr? Du spürst, dass du bald nicht mehr das Dienstmädchen sein wirst. Du bereitest dich vor, du schärfst deine Krallen. Der Hass weckt dich auf. Durch mich, nur durch mich, existiert das Dienstmädchen. Durch mein Geschrei und meine Gesten. Und du verhöhnst mich. Du ahnst ja gar nicht, wie mühsam es ist, die gnädige Frau zu sein und den Vorwand zu liefern für dein Theater. Eine Handbewegung von mir würde genügen und du wirst aufhören zu existieren. Ich habe es satt. Sie haben ihre Blumen. Und ich habe meinen Ausguss. Ich bin das Dienstmädchen. Aber im Paradies, da werden sie nicht mehr über mir stehen. Eher folge ich ihnen dorthin, als dass ich meinen Hass an der Pforte zurücklasse. Herunter die Pfoten! Ich werde in meine Küche zurückgehen. Aber erst bringe ich meine Arbeit hier zu Ende. Ihr Lächeln, ihre Seufzer hereintragen. Ihre Sanftmut wird uns entwaffnen. Alles wird uns anklagen. Alles wird sprechen, Claire. Der Abdruck deiner Schultern in den Vorhängen. Mein Gesicht in den Spiegeln. Das Licht, das an unsere Narrheiten gewöhnt war. Das Licht wird alles gestehen. Wir sind verloren. Oh, Solange! Der Verbrecher und die Heilige! Wir zwei werden dieses unsterbliche Paar sein und wir werden gerettet werden, ich schwöre dir, gerettet! Beruhige dich. Ich werde dich nach oben tragen. Dort kannst du schlafen. Lass mich. Mach dunkel. Ruh dich aus. Ruh dich aus, mein Schwesterlein. Beruhige dich, mein Liebling. Leg deine Füße hierher. Schließ die Augen. Lass mich machen. Ich werde dich einschläfern. Wenn du schläfst, dann werde ich dich nach oben tragen in die Mansarde. Dort werde ich dich ausziehen. In deinen kleinen Bettkäfig legen. Schlaf. Ich werde da sein. Ich schäme mich so lange. Still! Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Solange. Mein Liebling. Solange, hör zu. Schlaf. Thank you.
hast schönes Haar, wundervolles Haar. Erinnerst du dich, wir zwei, unter dem Baum, die Füße in der Sonne, Solange? Schlaf. Ich bin da. Ich bin deine große Schwester. Betteln auf den Hinterhöfen, lachen müssen wir, sonst fliegen wir fort vor lauter Tragik durch das offene Fenster. Mach das Fenster zu. Ein Mord ist eine urkomische Angelegenheit. Los, singen wir tragen sie in einen Wald und wer denn im Mondenschein sie verstört. Wir werden sie unter den Blumen begraben und dann jeden Abend mit einer Gießkanne gießen. Mir war sehr kalt, aber ich werde nicht die Dreistigkeit besitzen, mich darüber zu beklagen. Den ganzen Tag bin ich in den Wandelgängen umhergelaufen. Ich habe eiskalte Männer gesehen, Marmorgesichter, Wachsköpfe. Aber ich konnte den gnädigen Herrn entdecken. Von sehr weit, mit den Fingerspitzen, habe ich ihm ein Zeichen gegeben. Kaum sichtbar, ich fühlte mich schuldig. Ich habe gesehen, wie der gnädige Herr zwischen zwei Polizisten verschwand. Polizisten? Ist die gnädige Frau sicher, sind wohl eher Wärter gewesen. Wie? Meine Empfindsamkeit lässt mich leiden. Grausam. Alle Listen auf Ergebnis, wir sind verdammt! Verdammt! Ja, gut. Ich habe sie gesehen, wie sie im Begriff waren, der gnädigen Frau alles zu enthüllen. Wir müssen fort. Schnell, Claire. Nehmen wir den Zug, das Schiff, fort. Wohin? Zu wem? Alles soll zum Teufel gehen. Wir müssen einen Weg finden, um zu fliehen. Wir haben verloren, es ist zu spät. Gnädige Frau, es ist wirklich an der Zeit, dass Sie sich beklagen. Gut. Ich klage Sie an, unser ganzes Unglück verschuldet zu haben. Sie mir ins Gesicht. Überschütten Sie mich mit Schmutz und Abfall. Sie sind schön. Lassen Sie die Anfangsformalität. Beeil dich, beeil dich. Sie sind schön. Beginne mit den Beleidigungen. Zu den Beleidigungen. Ihre Schönheit blendet mich, ich kann nicht. Die Beleidigungen, habe ich gesagt. Sie hoffen doch nicht etwa, ich habe dieses Kleid angezogen, um meine Schönheit besingen zu hören. Überschütten Sie mich mit Hass, mit Ausruf, mit Beleidigung. Dann helfen Sie mir. Ich hasse die Domestiken. Ich hasse dieses niederträchtige und gemeine Geschlecht. Sie gehören nicht zur Menschheit. Ich weiß, es muss sie geben. So wie es Kanalräumer, Totengräber und Polizisten geben muss. Auf die Knie! Solange! Auf die Knie! Du gehst zu weit! Auf die Knie! Denn endlich weiß ich, wozu ich bestimmt bin. Sie töten mich. Das hoffe ich. Brüllen Sie meinetwegen! Stoßen Sie Ihren letzten Schrei aus, gnädige Frau! Thank you.
habe gedient. Ich habe die Bewegungen gemacht, die es braucht, um zu dienen. Ich habe der gnädigen Frau zugelächelt. Ich habe mich gebückt, um das Bett zu machen. Gebückt, um die Fliesen zu putzen. Gebückt, um das Gemüse zu schälen. Um an den Türen zu horchen. Um mein Auge an das Schlüsselloch zu halten. Ich habe Mitleid mit der weißen Haut der gnädigen Frau. Mit ihrer Samthaut. Mit ihren kleinen Ohren. Ihren schmalen Handgelenken. Ich bin das schwarze Schaf. Hier sind meine Richter. Ich gehöre der Polizei. Claire! Sie liebte die gnädige Frau wirklich sehr. Nein, Herr Inspektor, Sie werden gar nichts von mir erfahren. Diese Dinge betreffen nur uns allein. Das ist unsere Claire. Nacht, meine Kleine. Gießen Sie meinen Lindenblütentee ein. Aber... Ich sage meinen Lindenblütentee. Wir müssen Schluss machen, wir sind todmüde. Sie verlieren, wiederhole mit mir. Sprich aber ganz leise. Die gnädige Frau muss ihren Lindenblütentee trinken. Nein, ich will nicht. Dirne, wiederhole. Die gnädige Frau wird ihren Lindenblütentee trinken. Die gnädige Frau wird ihren Lindenblütentee trinken. Denn sie muss schlafen. Denn sie muss schlafen. Und ich muss wachen. Und ich muss wachen. Ich wiederhole. Meinen Tee. Aber... Ich sage meinen Tee. Aber gnädige Frau... Gut, weiter. Aber gnädige Frau, er ist kalt. Ich trinke ihn trotzdem. Gib. Thank you.